Die Slogans der Prototypen lauten Build the Body und Follow the Heart. Wir hatten 4 Personas ausgedacht und uns maßgeblich an einer User Story orientiert, einer Professorin, einer Embryologin, die aktiv an dem Material forscht. Ganz einfach, weil das Material selbst eine sehr starke Eigendynamik hat und uns viele Anknüpfungspunkte geboten hat. Der Realistic Prototype ist einer, der den Prozess der Präparierung darstellt und schließlich auch mit aufnimmt, wie Wissensproduktion in der Embryologie funktioniert, an den Beispielmodellen, die in der Sammlung gegeben sind. Der Funky Prototype setzt dann dort an, wo der Realistic Prototype aufhört und generiert 3D-Modelle, automatisiert und präsentiert sie in einer intuitiven und innovativen Umgebung in einem 3D-Viewer, hat aber immer wieder die Rückkopplung zu den einzelnen Präparaten mitgegeben. Ja, der Kern des Realistic Prototypes sind eigentlich die Modelle, die in der Sammlung vorhanden sind, die wir dann auch als Digitalisate haben. Der Kern des Funky Prototypes sind die 3D-Modelle, die aus den Schnitten generiert werden. Also die sind völlig neu. Das sind nicht diese in Gips gegossenen Modelle. Und der 3D-Viewer erlaubt eben dann auch, einzelne Organe ausfindig zu machen oder Bereiche zu selektieren und durch die Schnitte zu folgen. Das heißt, wir können uns hier jetzt 200, 400 Bilder vielleicht vorstellen, solche Schnitte, und wir gehen einen Bereich davon durch. Sehen das im 3D-Modell und sehen es auch in den Schnitten. Die Kernfunktionalitäten sind die innovative Oberfläche, mit der wir durch diese Modelle durchgehen können, unser neuer 3D-Viewer für die eigens erstellten 3D-Modelle. Und auf der realistischen Ebene ist die Kernfunktionalität eigentlich die Darstellung des Prozesses, gekoppelt an den Prozess der Wissensproduktion. Unser Prototyp soll umgesetzt werden, weil er auf einen bestehenden Bedarf in der Embryologie reagiert, weil er die Sammlung transparenter macht und damit natürlich auch besser nutzbar auf der ganzen Welt und am Campus in Göttingen.